Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, dritter Teil, Trigon zwischen Venus und Uranus. Bitte geben wir uns nicht der naiven Hoffnung hin, dass die Eliten keine Astrologen hätten. Ja? Ich meine, ich bezeichne mich immer als drittklassigen Astrologen, aber die haben erstklassige Astrologen. Immer bedenken, im alten Babylon, im alten Ägypten, also das heißt, sie berufen sich auf ihre pharaonisch-atlantische Tradition, haben sie ja die allerbesten Voraussetzungen, denn die betreiben seit Jahrtausenden Astrologie, also das heißt, die wissen schon, was hier was bedeutet. Ich sehe zum Beispiel Sonne-Opposition Neptun auf der Hauptachse, das heißt, die Energie, ja, für die nächsten 3 Monate ist einfach Blindheit. Man sieht nichts. Hier haben wir doch die totale Verblendung. Schau dir das an. Wir haben Sonne, Neptun auf der Hauptachse. Das heißt, ja, Sonne am Aszendenten ist super toll, aber die Opposition zu Neptun ist es nicht. Und ich sehe hier auch, auch wenn das von den Zahlen her überhaupt nicht stimmt, ja, aber ich sehe hier auch mit dem geringen Abstand, sehe ich obendrein noch einen Spiegelpunkt. Ja. Wer ist Sonne. Sonne ist der Herrscher des 11. Hauses, Neptun ist Herrscherin des 6. Hauses. Also das heißt, wir erkennen, dass es sich hierbei um verbündete Staaten, um alliierte Staaten handelt, aber auch um politische Parteien, um Gruppierungen, welche sich jetzt hier in den Vordergrund drängen, welche sich jetzt hier total wichtig machen und welche hier auf einen auf Logik machen, auf Verstand, auf Vernunft. Schauen wir mal, wie weit es mit der Vernunft her ist. Na bitte, sind Wassermann gerade 25 bis 27 Grad 30 in der Jungfrau. Auf Wassermann-Graden spricht natürlich für eine sehr, sehr intelligente, für eine sehr kommunikative, redebewandte, auch eine Kommunikation, welche von Zukunft, von Entwicklung, von Fantasien spricht. Und gleichzeitig haben wir hier das große Problem der Vernebelung generell, aber wir haben es hier auch mit Neptun als Herrscher des 6. Hauses mit den dramatischen Folgen der Therapiemaßnahmen zu tun. Das sind dramatische Folgen, ja, und wir reden hier nicht von irgendwas Lustigem, sondern wir reden hier vom größten Verbrechen der Menschheit. Ich wurde nämlich bezüglich der heutigen Tagesfrage gestellt, ja, warum stellst du solche Fragen? Na, warum stelle ich solche Fragen? Weil es das wichtigste Thema der Menschheit ist, weil wir so etwas noch niemals hatten. Hallo? Entschuldigung. Aufwachen ist auch mal angesagt. Also das heißt, hier geht es ja um irgendetwas. Das ist ja nicht, wo man sagt, na ja, wir sind halt therapiert. Die Volksgenossen haben sich halt therapieren lassen und so weiter. Und gehen wir zur Tagesordnung über. Nein, es gibt keine Tagesordnung mehr. Hallo? Wir befinden uns mittendrin, okay? Und das Spiel lautet, die da oben gegen uns da unten. Das ist das wahre Spiel, um was es sich dreht. Und deswegen sehe ich auch hier diese Ereignisse in unmittelbar zeitlicher Nähe als Angriff auf das Finanzsystem. Das heißt, es wird hier irgendetwas kommen. Ich kann dir nicht sagen, was kommen wird, aber ich sehe, dass etwas kommen wird. Schauen wir mal. Spätestens am Samstag werden wir es wissen, beziehungsweise es herausgefunden haben. Die Leute werden es nicht erkennen können. Und genauso wie bei mir, ich bin auch auf diese Phishing-Attacke hineingefallen. Ja? Ich hätte nur auf meinen Mail-Account hier auf GMX-Sicherheit drücken brauchen. Habe ich aber nicht getan. Ja? Da wäre dann hier gekommen, Servers 147, Mailtrack Allowed Music.com. Aha, was soll das wieder sein? Okay, verstehst du, was ich meine? Ich hätte da nur draufdrücken können, dann hätte ich es gewusst. Aber ich habe es nicht getan. Ja, weil ich genauso verblendet bin, weil ich genauso unter dieser Neptun-Geschichte leide. Wir sehen gewisse Dinge nicht. Und das macht Neptun ja so gefährlich. Das ist der Angriff aus dem Nebel. Deswegen ist Neptun so gefährlich. Insbesondere, wenn er im Zusammenhang mit dem 8. Haus steht. Das 8. Haus ist aber in diesem Fall der Mars, der Herrscher von 8, ist der Mars im 9. Haus, aber auch der Herrscher des 3. Hauses. Herrscher von 3, Herrscher von 8, Mars im 9. Haus. Sehr nervös, sehr ungeduldig, mit Worten sehr aggressiv. Das heißt, hier wird gestritten. Im 9. Haus, also das heißt im fernen Ausland, wird heftigst gestritten. Ja? Die sind sich nicht mehr grün miteinander, die verstehen sich auch nicht mehr. Das heißt, hier spalten sich die Eliten tatsächlich auf in Fraktionen, die gegeneinander kämpfen. Was glaubst du denn? Ja?
was glaubst du denn? Hier läuft jetzt ein unheimliches Rückabwicklungsspiel und keiner will verlieren. Das ist so wie beim Kinderkarussell. Da krallen sich 20 Kinder an ihre Reithutschpferdchen oder an ihre, was auch immer, da Karussellfiguren und das Karussell dreht sich halt immer schneller. Von 2 Umdrehungen in der Minute auf 20, auf 30, auf 100, ja, bis es dann zur Zentrifuge wird. Und da werden dann halt einige Kinder dieses Karussell verlassen. Und so ist es genauso auch bei den Konzernen, bei den Firmen. Es wird viele Verlierer geben. Und wir sehen ja auch, das sechste Haus steht ja auch für Arbeitsplätze. Und wir sehen auch hier den Auflösungsprozess auf dem Arbeitssektor, auf dem Marktor-Sekte, Arbeitsmarktsektor, so heißt das. Ja. Das heißt, wir sehen hier in den nächsten 3 Monaten unglaublich starke Auflösungsprozesse auf dem Arbeitsmarkt. Ja, darum geht es. Und natürlich betrifft das nicht nur uns, ja, weil sie am Aszendenten steht, sondern auch die verbündeten Staaten. Das ist eine Doppelfunktion. Es steht die Sonne am Aszendenten, betrifft also uns und auch die verbündeten Staaten. Also das heißt, da spürt sie sich gewaltig auch. Ja, hallo, Entschuldigung. Ja, warum stellst du solche Fragen? Ja, weil ich ein Dooflappen bin, keine Frage. Okay, also das heißt, wir sehen, ich sehe, was du nicht siehst und das ist grün. Ja, Volksgenossen, ab jetzt herrscht das grüne CO2-Bewusstsein. Vollkommen richtig. Und zwar sehen wir, im Grünbewusstsein sehen wir eine Quadratur nach wie vor zwischen Saturn und Uranus und in der Halbsumme. Ja, in der Halbsumme sehen wir den Jupiter. Wer ist der Jupiter? Jupiter ist ebenso der Herrscher des vierten Hauses als auch Saturn. Die beiden stehen fürs vierte Haus, für die Bevölkerung, für die Volksgenossen. Und hier haben wir natürlich den Einfluss des Uranus sehr stark spürbar, sehr stark spürbar. Schauen wir uns gleich diese Halbsumme an. Und wir haben über diese Halbsumme dann die Bevölkerung auch mittendrin statt nur daneben. Wir sind voll dabei, bei dieser Geschichte mit den Währungen sind wir voll betroffen über diese Halbsumme. Schauen wir mal nach, Saturn, Uranus, in der Halbsumme befindet sich Jupiter, ja, mir fehlen schon die Worte, erst der Kuchen, dann die Torte, und zwar hier ist Saturn, Uranus, Erregung und Hemmung, Spannung, außergewöhnliche seelische Spannungen, ja, das kann man sagen, Reizbarkeit, seelische Konflikte, Auflehnung, Freiheitsdrang, herausforderndes Verhalten, Gewalttätigkeit, na, das ist ja spannend. Und dann schauen wir mal unter Jupiter, das werden wir da genau ins Scheinwerferlicht, na, Scherz beiseite. Jupiter, plötzliche Wendung, in Schwierigkeiten hineingeraten, da ist er, wo ist er? Ich schaue durch den Bildschirm, deswegen sehe ich ihn nicht. Ah ja, da sind wir. Jupiter haben wir hier, plötzliche Wendung, in Schwierigkeiten hineingeraten, Verluste, da haben wir es schon wieder, Verluste, ja. Frei nach Hansi Orsulitsch, ich hab verloren. Richtig, viele werden alles verlieren, ja, weil wir hier in diesem Aspekt das Finanzsystem drinnen haben. Also sehr spannende Geschichte, ja, sehr spannende Geschichte vom Onkel und der Nichte. Das heißt, wir sehen hier auch den Pluto als Herrscher von 3 in 4. Und diese Besetzung ist deswegen so interessant, weil wir hier einen wunderbaren Spiegelpunkt zwischen Merkur und Pluto haben. Wer ist Merkur? Ach Gott, Windows-Sicherheit. Genau das brauche ich nicht. Wir haben hier Merkur als Herrscher des 10. Hauses und Merkur ist auch noch der Aszendentenregent. Also das heißt, der Chef, ja, der Merkur ist rückläufig. Das heißt, Herrscher von 1 in 1 bedeutet, dass es in unserem Land an sich gut aussehen würde, aber wir haben den Merkur rückläufig. Das läutet Schwierigkeiten ein, das bedeutet Schwierigkeiten. Und der Spiegelpunkt zu Pluto zeigt mir dann auch auf, dass es in der Bevölkerung, ja, nehmen wir mal die Stimmungslage, die Meinung, ja, also dass die Meinungen über unsere Stadtsipatenfreunde in unserem Land nicht sehr gut ist, ja, nicht sehr gut ist. Merkur Pluto, hier wird mit Worten stark manipuliert, die Macht der Worte. Also das heißt, hier können wir durchaus sehen, dass die Bevölkerung sozusagen schon ein bisschen, naja, in die Emotionen geht, weil Merkur Pluto steht ja auch für einen starken Willen, für Suggestion, Überredungskünste, für Reizbarkeit, für Ungeduld, ja, die Macht der Worte. Wie gesagt, hier kann es auch sein, dass Geheimnisse gelüftet werden. Ja. Pluto das Geheimnis, Merkur das Wissen. Ja. Also das heißt, dass in der Bevölkerung jetzt sehr viel Wissen ankommt. Rückläufig ist der Pluto, das heißt, es ist ein altes Thema, es liegt schon längere Zeit zurück. Ja, also ich habe euch immer mit 3 Worthülsen am Schmäh gehalten. Ja, du hast das spitze gemacht, du hast das wunderbar gemacht. Unsere Freunde in einem kleinen Land
im Mittelmeer, im östlichen Mittelmeer sind sehr glücklich darüber und auch an der Westküste kann man sich vor Freude über diese gute Arbeit kaum noch einrenken. Die lachen sie heute noch Kropfert. Aber wie auch immer, ja, großartige Dinge geschehen und hier sehe ich natürlich auch, ja, Herrscher von drei steht natürlich auch für die Wirtschaft, Handel und Industrie, welche hier verzweifelt versucht, im eigenen Land wieder Fuß zu fassen und hier sehen wir natürlich die Aversion gegen die Stazipaten, also hier macht sich jetzt schon auch offener Widerstand bemerkbar. Also wir sehen großartige Entwicklungen und ich würde sagen, ich muss schweren Herzens noch einen vierten Teil einfügen, weil wir haben noch die Tagesfrage und vielleicht fällt mir noch irgendetwas zum Thema dieser Halbsumme ein, weil da, glaube ich, kann man noch ein bisschen was dazu sagen. Gut, ich würde sagen, weiter zum vierten und dann zum wievielten Teil auch immer. Ende.